Wieder in Schönberg besuche ich die romanisch-gotische Pfarrkirche mit dem gotischen Kirchturm. Im Inneren die barockisierte bemalte Flachdecke, die gotische Apsis mit dem barocken Hochaltar aus dem Jahr 1733 mit der Marienkrönung. Der Markt Schönberg, eine Sommerfrische an der Kamp, umgeben von Weinbergen westlich vom Mannhardtsberg. Und hier bei der alten Schmiede beginne ich die Wanderung über den Waldlehrpfad Nummer 52 von 5 Kilometer und einen Höhenunterschied von 200 Meter. Am Ortsende, der Bildstock von Jesus nimmt Urlaub von der Mutter, geht es schon hinauf in den ehemaligen Weinberghang. Hier hat mich die aus Nordamerika stammende Douglasie beeindruckt, in Amerika als Oregon-Pine bekannt. Sie wird hier seit 40 Jahren aufgeforstet und hat weiche Nadeln und ist sonst ziemlich sturmfest und war schon vor der Eiszeit in Europa. Hier zweige ich in einem aufgeforsteten Douglasie-Wald ab. Ein kleiner Steig führt aber nur zu einer kleinen Aussicht auf Schönberg und Umgebung. Am höchsten Punkt nur eine kleine Lichtung. Beim weiteren unmarkierten Weg stoße ich auf die große Heide und auf die Landstraße zum Mannhardtsberg. Wieder ein schöner Aufstieg von Schönberg hier herauf zur Hubertuskapelle. Ja, circa 200 Höhenmeter, ja. Heute ist ein wunderbarer Tag, fast windstill. Und in der Früh war es noch sehr kalt, aber jetzt
Jetzt wird es schon wärmer. Vom Kalvarienberg mit dem Ende des Kreuzweges von Schönberg hat man einen schönen Blick auf Stiefern und auf der anderen Seite nach Schönberg. Eine Hinweistafel bringt mich durch den Weingarten gleich unterhalb der Kreuzigungsgruppe zur Schaubühne. Mit Blick auf das auslaufende Kamptal, errichtet 2009 von Norbert Maringer. 2012 wurde das Projekt Mondrohr von Robert Golser umgesetzt. Bei Nacht im Innern beleuchtet, glaubt man von beiden Orten den Mond zu sehen. Das Projekt Drahtsicht von Günter Wolfsberger aus dem Jahr 2016. Beim Rückweg stoße ich auf die um 45 Grad verdrehte Wegtafel, die mich durch einige Weinterrassen führte. Nach der Richtigstellung wandere ich an den schon seit 1772 errichteten Kreuzwegstationen hinunter nach Schönberg. Pompöse Neubauten der erfolgreichen Weinbauern an den Hängen der Weinberge. Heimfahrt wieder durch das Kremstal nach Altenburg, Neupöller, in Zwettl um 15.30 Uhr Mittagessen, dann zurück nach Ottenschlag.